Jaina. Vor langer Zeit sprachen wir von Frieden hier in Terramor. Terramor ist Staub. Ihr habt mich nicht der Nostalgie halber herbestellt. Nein. Ich bringe ein verlorenes Schaf nach Hause. Beric, wie konntet ihr? Das hätte ich nicht von euch erwartet, Bane. Sagt mir, ist er ihre Marionette? Voller Hass und Seuche? Ist er die neue Bombe? Ja. Das war der Plan. Aber Bane rettete mich vor Sylvanas, bevor ich ihrem Willen unterlag. Ich bin noch dein Bruder, Jaina. Bis zum letzten Sternenschein. Wieso? Die Horde ist von Krankheit befallen. Wir führen Krieg, während die Erdenmutter stirbt. Wir haben vergessen, was wichtig ist. Und mein Herz erträgt es nicht mehr. Sylvanas wird euch dafür töten. Und ich vermute nicht nur euch. Kein Leben ist lebenswert, wenn wir unserem Herzen nicht treu sind. Ich kehre heim und suche mir Trost im Schoße meiner Familie. Ich hoffe, ihr könnt es mir gleich tun. Bane. Danke. Und damit es weitergeht, hä? Wir müssen hier jetzt die hier machen, von der Kriegskampagne. Jetzt sind wir hier gelandet. Ich werde der Horde helfen, und der Fall so wie viel sie Lappen. Mir geholfen hat. Wir können nicht riskieren, dass man euch auf dem Schiff sieht. Euer Talisman ist an den Hafen von Sandala gebunden. Ihr sollt euch sicher dorthin bringen. Dann gehen wir alle. Geht mit den Wellen. Wunderbar, jetzt sind wir mit Sandala. Jetzt müssen wir mit Nathanos reden. Auf der Klagelied, hä? Vorher sind wir auf der schnellen Rache gesehen und das da ist die Klagelied vom Nathanos. Ah? Ankötern! Wir brauchen die Flotte der Sandalari. Hinter dem Eifer, mit dem ihr die Allianz bekämpft, steckt doch mehr als nur der Dienst gegenüber eurer Königin, Pesthofer. Einst kämpfte ich für sie, doch die unerträgliche Arroganz der Allianz hat sich noch verzehnfacht, seitdem sie uns den Rücken gekehrt haben. Den Rücken gekehrt? Als der Lichtkönig die Kontrolle über uns verlor, suchte Sylvanas Verbündete. Und anstatt die gefallenen Lordaerons willkommen zu heißen, wiesen uns die Menschen ab. Sie jagten uns. Also schwor ich es ihnen gleich zu tun. Ah, die Rache treibt euch also an. Das kann ich nachfühlen. Rache, Verachtung. Nennt es, wie ihr wollt. Wenn der Letzte seiner Untertanen ermordet und als Verlassener auferstanden ist, wird der kleine König vor der dunklen Fürstin auf die Knie fallen. Und dann wird nur noch eine Königin herrschen. Prima. Wenn die Geschichte angelost hat, müssen wir hier runter. Und ja, die beenden wir schnell. Jetzt
müssten wir da eine Mission haben, genau, die nennt sich Anködung, hä? Vorher. Nenn's mir einen Namen. Hm. Ah, kann ich nicht mehr. Okay, kann ich nicht mehr. 105. Wer braucht's nicht? Geht 1000 Artefakt macht. 200 Kriegsressourcen kostet sie. Durft. Ein Tag, hä? Ja, also. Ich warte und ihr könnt gerade weiter schauen, hä? Dann gibt es aber gerade noch etwas anderes, habe ich festgestellt, hä? Sobald ihr die Quest hier jetzt gestartet habt. Man sieht es nicht gut da, hä? Aber da oben. Ihr Kriegshäuptling befiehlt. Kann man jetzt unter falscher Flagge abgehen? Die Allianz wird mit ihrem Angriff nicht warten, bis wir eine Flotte gebaut haben. Wir brauchen die Sandalari. Ja, die haben wir offenbar erst schon abgegeben, wenn man die anderen untergestartet hat, hä? Ja, den. Gut, aber das war es jetzt dieses Mal gesehen, hä? Für den. Alles gemacht, denn, dann sehen wir, hä? Fortsetzung folgt. Dann ist bis jetzt, hä? Aktuell alles abgeschlossen für Kriegskampagne. Da warten wir jetzt, bis Blizzard Neues bringt. Stand 18. März 2019. Wunderbar. Bleibt dran. Ja. Bis zum nächsten Film. Tschüss miteinander.